In Büsinghofen erfolgte nun der symbolische Spatenstich für den sechsspurigen Ausbau der A57 zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum. Neben Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke waren auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann zu der Zeremonie nach Meerbusch gekommen. Es ist ein schöner Tag hier, heute nicht nur vom Wetter her, sondern weil wir auch eine neue Baumaßnahme in NRW starten wollen. An einer Autobahn, die jeden Tag Thema in den Verkehrsnachrichten ist, morgens früh und nachmittags in jedem Falle, weil sie die schaugeplagteste Autobahn in NRW ist. Die A57 ist, kann man sagen, eine Hauptschlagader des linksrheinischen Verkehrs. Bis zu 120.000 Fahrzeuge sind täglich auf der A57 unterwegs. Das gut 4 Kilometer lange Teilstück zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum soll innerhalb von 3 Jahren auf 6 Spuren erweitert werden. 60 Millionen Euro soll die Maßnahme inklusive neuer Lärmschutzwände und Flüsterasphalt kosten.